Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Felix Hobbygarten. Wir befinden uns hier in meinem neuen Garten und den möchte ich euch heute einmal vorstellen. Den alten Garten, den müssen wir leider zum Ende der Saison aufgeben. Das Tierheim, das stand nicht mehr so ganz hinter dem Projekt und die brauchen den Platz leider auch andersweitig. Sodass wir jetzt zum Ende des Jahres hier in diesen neuen Garten ziehen. Den Garten hatten wir schon sehr schnell gefunden. Damals hätten wir tatsächlich auch schon in diesen Garten gehen können, aber damals haben wir uns dafür das Tierheim entschieden, da es für uns damals die bessere Option war. Das Gelände hier ist insgesamt ja 3 bis 4 Mal größer, sodass wir hier einiges an Möglichkeiten haben. Und heute möchten wir euch einfach mal ja, die neue Fläche vorstellen. Der Garten sieht jetzt zwar noch ziemlich leer aus, aber schon bald werden wir hier einen Umbautag haben. Das heißt, wir ziehen mit Gewächshaus, Folientunnel, Obstbäume und all das, was im alten Garten ist, in den neuen Garten. Dazu wird aber noch ein separates Video mit Infos kommen, denn da wollen wir auf jeden Fall auch auf euch zählen. Ihr könnt bei diesem Umbautag dabei sein und diesen neuen Garten hier mit einrichten. Heute jetzt aber erstmal die Vorstellung. Viel Spaß dabei und los geht's! Ja, direkt hier neben mir, da seht ihr so ein kleines Silo, einfach 2 Wände und eine Rückwand. Das werden wir als Kompost nutzen. Da liegt jetzt schon einiges an Gestrüpp drin. Beim Umbautag werden aber, denke ich, sehr viele pflanzliche Abfälle anfallen, sodass wir dann unseren Kompost schon mal ein bisschen auffüllen. Danach wird immer Rasenschnitt und alle möglichen Sachen, die so in Kompost kommen, folgen. Andere Seite, da haben wir hier 2 Hochbeete und zwar sind die ungefähr auf einer Höhe von 1 Meter. Durchmesser ist auch sehr gut, 1,20 Meter und die zeigen wir euch jetzt mal aus der Nahaufnahme. Ja, und hier stehen wir schon zwischen 2 unserer neuen Hochbeete. Da werden noch einige folgen, denn wo wir hier den Garten haben, da gibt es eine Firma, die diese Dinger über hat. Das sind einfach Verschnitt von irgendwelchen Rohren und die können wir sehr gut als Hochbeete nutzen. Die haben, ihr seht schon, eine perfekte Arbeitshöhe und auch wenn man hier mal so sich drüber beugt, die Arbeitsbreite ist auf jeden Fall auch sehr gut. Füllvolumen, was haben wir da bis jetzt drin? Wir haben die Wiese einmal abmähen lassen, da haben wir quasi jetzt den Rasenschnitt oder das Heu drin. Da wird dann aber auch noch die Grasnarbe, die wir abschieben, folgen. Und dann werden wir mal einfach schauen, dass wir da irgendwie Komposterde oder Beeterde oben als oberste Füllung reinpacken. Ja, hier hinter 2 weiteren Hochbeeten, da kommen wir zu einem sehr schönen Obstbaum und zwar ist das eine Kirschpflaume. Ich hatte auf Instagram schon ein Bild von den Früchten gezeigt und gefragt, was ist das? Viele haben Mirabellen geschrieben, wir haben mal probiert, Mirabellen sind es nicht, aber wir haben ein bisschen weiter gegoogelt und zwar kommen wir jetzt hier auf dem Ergebnis und zwar Kirschpflaumen. Die gibt es hier in Gelb, Rot und auch in so einem ja, dunklen Braun, schon fast schwarz. Das sind sehr, sehr tolle Früchte und wir haben hier wirklich so viele davon. Ich zeige euch gleich mal noch eine Nahaufnahme, wenn wir mal hinter den Garten schauen. Da sind hier wirklich einige von diesen Sträuchern und da können wir natürlich auch von ernten. Wir haben aber auch eine Streuobstwiese, die wir neu anlegen wollen. Die zeige ich euch gleich. Aber erstmal das Stück, was ihr jetzt hier seht, bis da hinten an die ja, Wallhecke, nenne ich es mal. Das sind 40 Meter lang. Und ungefähr 20, 25 Meter in die Breite. Das ist dann ungefähr so groß wie unser altes Gemüsebeet. Das heißt, beim Gemüseacker werden wir ungefähr auf der ja, gleichen Größe bleiben. Hier in die Richtung, da ist es gar nicht so spannend. Der Garten fängt hier erst an. Ihr steht quasi mit der Kamera gerade auf dem Parkplatz. Und hier geht es dann los mit dem Gemüsebeet. Das wird hier einmal komplett diesen Bereich umfassen. Und wenn wir da vorne mal auf die Hausecke gucken, da wird erst das Glasgewächshaus stehen und dahinter dann der Folientunnel. Die beiden Sachen stehen sich quasi übereinander, sodass man ja rechts in den Folientunnel kann, links ins Glasgewächshaus und die Eingänge sich quasi direkt voreinander stehen. Das haben wir jetzt bei der Planung ein bisschen besser berücksichtigt. Ja, Gewächshaus, Folientunnel, das ist schon auf jeden Fall ein Thema. Dazu aber dann noch mehr in dem Umbauvideo. Wir werden unseren Umbautag, ich nenne schon mal ein paar knallharte Fakten, am Samstag, den 9. Oktober 2021 machen. Das heißt, wir treffen uns da beim Tierheim, arbeiten den ganzen Tag, wir bauen das Glasgewächshaus ab, dafür brauchen wir ein Team, die Obstbäume, den Folientunnel. Wir brauchen auch jemanden, der an dem Tag die Kameraführung übernimmt. Also wenn ihr an dem Tag Zeit habt, könnt ihr mir gerne schon mal schreiben, kurz vorher, dann kommen wir aber noch mit weiteren Infos. Und ach ja, wenn jemand einen Radlader zufällig verleihen oder vermieten kann, dann gerne mal eine private Nachricht an uns, denn den brauchen wir für den Umbautag auch. Ja, hier geht es weiter um die Ecke rum. Wenn wir da vorne bei dem Kompost und den Hochbeeten am einen Ende stehen, sind das insgesamt über 100 Meter bis zum anderen Ende, sodass dieser Garten echt wirklich sehr lang ist. Hier stehe ich jetzt direkt vor dem Glasgewächshaus. Dieser kleine Bereich hier wird das Glasgewächshaus werden und direkt dahinter folgt dann der Folientunnel. Dahinten haben wir diese Baumreihe, da wird nicht viel passieren und auch das Stück hier vor, das wird eher so eine Wiese bleiben.
Da vorne, ganz am Anfang, da wird eine Streuobstwiese hinkommen. Die ist ungefähr 400 Quadratmeter groß. Da werden wir ganz viele Obstbäume hinpflanzen. Ein paar, also fast alle, nehmen wir aus dem alten Garten mit, pflanzen die hier hin. Wir werden aber auch noch neue Obstbäume dazu pflanzen und auch die Beerensträucher werden dort einen Platz finden, sodass das so eine schöne Streuobstwiese mit Beerensträuchern wird. Ja, wenn wir dann hier die Wiese frei haben, kommt von der Straße aus gesehen direkt das Glasgewächshaus und Folientunnel und von der Straße aus gesehen dahinter ist dann ja, das Gemüsebeet und so ist unser Garten aufgebaut. Ich zeige euch jetzt nochmal der Platz, der die Streuobstwiese werden soll und dann schauen wir zum Schluss nochmal zu einem ganz besonderen Ort hier hinter dem Garten und ja, schauen wir uns einmal die Streuobstwiese an. Ja Leute, hier stehen wir jetzt schon in unserer Streuobstwiese. Da haben wir nochmal ein kleines Eingangstor und bis da hinten auf die Zaunkante, da wird unsere Streuobstwiese werden. Ganz, ganz viele Obstbäume, Beerensträucher, das heißt Aroniabeere, Johannisbeere, Himbeere, dann Zwetschge, Apfelbaum, Birnbaum, Kirsche, Mirabelle, Pfirsich. Sehr, sehr viele verschiedene Sachen werden wir hier direkt an der Straße platzieren, sodass man dann dahinter auch noch diese Wildwiese hat. Da sind viele Blumen mit drin, hohe Gräser und dahinter, hinter dem Glasgewächshaus und dem Folientunnel, da geht dann unser großes Gemüsebeet los. So haben wir einen kleinen Sichtschutz, wenn wir auch mal filmen wollen. Und ja, wir gehen jetzt einfach nochmal hinter den Garten in die andere Richtung, denn da gibt es noch einen sehr coolen Spot, den wir euch nicht vorenthalten wollen. Und ja, da sehen wir uns dann gleich nochmal wieder. Ja Leute, schon das hier sind diese besagten Kirschpflaumen. Hier haben wir die in Rot. Der Baum, der sitzt wirklich voll, beziehungsweise es ist ein Halbstamm, ich weiß es nicht genau. Aber wir schauen auch nochmal hier. Da sind die jetzt in der anderen Farbe, das ist so ein dunkel-lila, eher so wie so eine Zwetschge, wie eine Pflaume. Und wenn wir dann hier nochmal weiter schauen, dort haben wir die Dinger nochmal in Gelb. Und insgesamt sind das hier drei Riesenbüsche, Bäume, Halbstämme, was auch immer. Und da sind sehr, sehr viele Früchte dran. Das heißt, da können wir auf jeden Fall auch schon mal sehr, sehr viel ernten. So Leute, und wenn wir einmal durch diese Hecke hier durchgehen, direkt hinter unserem Garten haben wir dann quasi diesen coolen Spot. Schaut euch das mal an. Mit diesem schönen Blick verabschiede ich mich von diesem Video. Wir haben ja einen sehr schönen Fluss direkt hinter dem Garten. Dahinter auch nur schöne Landwirtschaft und den Sonnenuntergang direkt auf unseren Garten. Hier werden Niklas und ich öfter Platz nehmen und wir würden uns auch freuen, wenn ihr unseren Kanal kostenlos abonniert. Felix Hobbygarten jetzt in der Endcard oder unter dem Video kostenlos abonnieren. Daumen nach oben und einen Kommentar hinterlassen. Wie findet ihr den neuen Garten? Wir finden den super. Schade, dass wir umziehen müssen. Wir hatten nie damit gerechnet. Anfang des Jahres haben wir auch sogar noch das Glasgewächshaus und den Folientunnel dahin gebaut. Aber ja, so schnell kann es gehen und wir müssen leider weg. Jetzt haben wir hier unseren neuen Garten und ich bin mir sicher, wir werden uns auch hier was richtig Cooles aufbauen. Bleibt dabei, abonniert Felix Hobbygarten kostenlos, dann sehen wir uns schon in einem neuen Video hier wieder und falls ihr Interesse am Umbautag habt, dabei zu sein, helft uns gerne. Wir sind auf viel Arbeit und Unterstützung angewiesen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Gute und ciao.